Hallo, liebe Hungrige. Gyros schmeckt prima, mir jedenfalls. Mit Käse überbacken ist prinzipiell gut, außer vielleicht bei Pflaumenkuchen. Und wenn es dann noch eine Metaxa-Soße dazu gibt, wird es ein richtig leckeres Essen. Und das machen wir heute. Dafür brauchen wir mariniertes Pfannengyros, das gibt es ja fertig zu kaufen. Alternativ kann man es auch in der einfachsten Variante aus geschnetzeltem Schweinefleisch, dem guten Öl und Gyrosgewürz selbst zubereiten. Wir brauchen Champignons, eine Knoblauchzehe, geriebenen Käse, zum Beispiel Mozzarella, Gouda oder Emmentaler. Wir brauchen Tomatenmark, Schmand, Sahne, an Gewürzen Pfeffer, Salz, Paprika edelsüß und Oregano und natürlich Metaxa. Und den kann man auch schlecht ersetzen. Wir beginnen mal mit der Vorbereitung der Soße, geben in eine Schüssel zum Schmand das Tomatenmark, würzen dann mit einem Teelöffel Salz und ebenso viel Oregano. Auch vom Paprika kommt ein Teelöffel dazu und dann eine ordentliche Portion Pfeffer. Nun noch die Sahne dazu gießen. Und dann alles gründlich miteinander verrühren, geht wohl am einfachsten mit dem Schneebesen. So lange rühren, bis alles gründlich miteinander vermischt ist, sollte aber in einer Minute erledigt sein. Jetzt noch ein paar Vorbereitungsarbeiten erledigen, die Champignons putzen und dann in Scheiben schneiden und die Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Nun geben wir das Fleisch in eine große Pfanne, braten es scharf an, also bei hoher Temperatur. Immer schön umrühren dabei, damit es nicht anhängt und auch gleichmäßig angebraten wird. Dann die Pfanne vom Herd nehmen und jetzt brauchen wir eine Auflaufform und geben in diese das Fleisch hinein. Ein bisschen gleichmäßig verteilen, das kommt aber jetzt nicht so drauf an. Dann geben wir in die nun leere Pfanne etwas Öl und erhitzen es, schütten die Champignonscheiben mit in die Pfanne und geben auch die klein gehackte Knoblauchzehe mit dazu. Anschließend alles anschwitzen bzw. leicht anbraten. Und zwar bei mittlerer Temperatur, regelmäßig umrühren dabei und so in 5 bis 7 Minuten sollte das erledigt sein. Die Pfanne vom Herd nehmen und nun ebenfalls in die Auflaufform einfüllen. Anschließend alles vermengen, also das Fleisch mit der Champignon-Knoblauch-Mischung. Nun brauchen wir den Metaxa, gießen ihn in die Pfanne und füllen jetzt auch die bereits vorbereitete Soßenmischung hinein. Alles mal gründlich durchrühren. Und anschließend kurz aufkochen lassen. Nochmals umrühren, dann vom Herd nehmen und nun ebenfalls in die Auflaufform füllen, also über das bereits vorbereitete Gyros gießen, so ein bisschen gleichmäßig verteilen und was nur noch bleibt ist, viel Käse darüber streuen, sodass wir also je nach Geschmack eine mehr oder weniger dicke Schicht davon haben. Meine Meinung, mehr ist besser. Und dann kommt die Form in den Backofen und zwar für 15 bis 20 Minuten bei 190 Grad, Umluft 170. Ich habe mich für 15 Minuten entschieden und dann auch für 5 Minuten überbacken, aber nicht jeder Ofen hat ja so eine Funktion. Fertig sollte es jedenfalls dann so ungefähr aussehen und für meinen Geschmack richtig lecker. Und so schmeckt es auch, das kann ich euch versprechen. Als Beilage bietet sich ja Verschiedenes an. Ich habe mich für roten Reis und ein bisschen Gemüse entschieden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber einen Gyros-Partysalat essen möchtet oder ergänzend zum Essen Tzatziki machen wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.